Wir stellen euch ab sofort jede Woche die Schuhranzen einer Marke vor. Diese Woche der Didas. Heute den Derdidas Ergoflex. Er wird auch der schlanke Schuhrucksack genannt. Der Ergoflex ist 800 Gramm leicht bei einem Volumen von 22 Liter. Die Ergoflex-Motive werden durch die Wechselbuttons abgerundet, welche unter anderem am Deckel angebracht werden können. In der Vortasche kann unter anderem eine Brotzeitdose verstaut werden. Der Ergoflex hat offene Seitentaschen. Auf der einen Seite kann eine Trinkflasche und auf der anderen Seite zum Beispiel ein Taschenschirm Platz finden. Öffnet ihr den Schulranzen, fällt als allererstes der Tunnelzug auf. Dieser muss einmal geöffnet werden, um einen guten Überblick über das Hauptfach zu bekommen. Im übersichtlichen Hauptfach habt ihr direkt am Rücken ein Bücherfach. Davor kommt dann eine herausnehmbare Heftbox und an der Vorderseite des Schulranzens findet ihr noch eine Vortasche und eine Fahrkartenhülle. Diese könnt ihr aus dem Schulranzen raushängen lassen, damit ist sie immer sofort griffbereit. Schauen wir uns einmal den Rücken des Schulranzens an. Der Ergoflex hat ein höhenverstellbares Rückensystem. Hierzu einmal die Lasche aufziehen und ausfädeln. Dort kommt dann eine Größentabelle zum Vorschein, welche als Richtwert dienen kann. Fädelt nun 4 Schlaufen an der gewünschten Position auf und verschließt den Klett wieder. Ein Brust- und Beckengurt sorgen für einen guten Sitz und Halt am Rücken. Die Bänder der Schulterträger können verkürzt werden, damit diese seitlich nicht so runterbaumeln. Durch die Kompressionsriemen bringt ihr das Gewicht noch näher an den Rücken ran. Und an der Aufhängeschlaufe kann der Schulranzen an die Schulbank gehangen werden. Der Ranzen ist im Set angeboten. Darin enthalten sind der Schulranzen, der Turnbeutel, ein Federmäppchen und ein Schlampermäppchen. Das war alles zum Derdidas Ergoflex. Bei Fragen schreibt uns gerne in den Kommentaren und folgt uns, damit ihr keinen Schulranzen mehr verpasst.